haben das letzte Gramm Fett abtrainiert, ihre Körper in den letzten Tagen vor diesem Wettbewerb noch einmal gründlich entwässert. Die letzten Stunden vor diesem Wettbewerb, könnte man sogar sagen, noch einmal gründlich entwässert. Und die meisten der Teilnehmer an diesem Wettbewerb würden, wenn sie ihnen auf der Straße begegnen würden, zwischen einzelnen Bodybuilding-Contests, würden sicherlich 15 bis 20 Pfund mehr Körpergewicht mit sich herumschleppen. Auch der fanatischste und entschlossenste Bodybuilder kann unmöglich diese Form 365 Tage im Jahr haben. Carl Farrell mit 33, einer der ältesten Teilnehmer an diesem Wettbewerb, hat unterdessen seinen Vortrag beendet. Er macht Platz für Javier Dartis. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Im Halbschwergewicht, alle etwa 95 Kilogramm schwer, Größe etwa 1,73 Meter, 1,75 Meter. Carl Farwell ist Dritter, Cole Downer Zweiter und Javier Dartis damit Gewinner des Halbschwergewichts. Nun kommen wir zu den Schwergewichtlern. 198 Pfund und schwerer. Also alles, was etwa über 95 Kilogramm liegt, startet in der Schwergewichtsklasse. Isaac Evans, der erste Teilnehmer, 34 Jahre alt, 1,77 Meter groß und ein Körpergewicht von etwa 105 Kilogramm. Wie gesagt, Alter muss nicht unbedingt der Nachteil sein im Bodybuilding. Manche Beobachter der Szene machen den Vergleich zwischen Männermuskeln und feinem französischen Wein, die beide eigentlich nur gewinnen können durch ein bisschen Reife. In der Tat sind reifere Muskeln häufig besser definiert als jüngere, explosiv entwickelte Muskelpakete. Inwieweit das Isaac Evans hier helfen kann, inwieweit das für Isaac Evans gilt, ist eine Frage, die die Punktrichter beantworten müssen. Lauren Jones, 26 Jahre alt, 1,74 Meter, der zweite Teilnehmer im Wettbewerb. Wir sehen, Lauren Jones ist mit 1,74 Meter ein bisschen klein für einen Schwergewichtler.
Die Muskelmasse, die er aufgebaut hat, sieht vielleicht nicht ganz so elegant aus wie bei einem Bodybuilder, der 5 bis 10 cm größer wäre. Darren Llewellyn, 26 Jahre alt. Und man sieht auf den ersten Blick, er ist der zu schlagende Mann, muss als Favorit gelten in dieser Gewichtsklasse. Sowohl was Muskelmasse als auch was Definition angeht, seine beiden Konkurrenten deutlich überlegen. Darren Llewellyn kommt aus Oshkosh in Wisconsin, der gleichen Stadt, der auch Miss Olympia Corey Everson entstammt. Scheint ein gutes Terrain zu sein für Bodybuilder. Beeindruckender Vortrag von Darren Llewellyn. Das hätte ich vielleicht nicht so laut sagen sollen. Aber das kann natürlich am Gesamteindruck nichts Entscheidendes verändern. Exzellent entwickelter Trizeps von Llewellyn. Er spielt ein bisschen mit seinem Oberschenkelmuskel.26 Jahre alt, seit 10 Jahren trainiert Darren Llewellyn auf eine Bodybuilding-Karriere hin. Und ich glaube, zumindest der Sieg in seiner Gewichtsklasse sollte ihm hier nicht zu nehmen sein. Wir warten auf die Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses. Lauren Jones an dritter Position, Isaac Evans ist zweiter. Und es war mehr oder weniger wirklich nur eine Formsache. Darren Llewellyn gewinnt das Schwergewicht. Und damit sehen wir noch einmal die 5 Sieger der einzelnen Gewichtsklassen gemeinsam auf der Bühne. Und ich glaube, dass die Entscheidung um den Gesamtsieg zwischen Juan Vazquez und Darren Llewellyn fallen muss. Es ist nicht leicht für einen kleinen Mann, sich auf der Bühne zu behaupten. Die Schwergewichtler in solchen Pose-Downs tendieren dazu, ruhig, unbewegbar in der Mitte der Bühne zu stehen. Und die qua Definition kleineren Bodybuilder um sie herum durch ihre schiere Muskelmasse zu dominieren. Und die kleineren Bodybuilder, insbesondere natürlich ein Mann wie Juan Vazquez aus der Bantam-Gewichtsklasse, der 50 Kilogramm etwa leichter ist als Darren Llewellyn, muss Wege finden, sich zu behaupten. Quirlig ständig in Bewegung, Juan Vazquez versucht hier auf diese Art und Weise die Aufmerksamkeit der Punktrichter auf sich zu lenken. Und das sieht schon beeindruckend aus. Ich glaube, er hat durchaus eine Chance hier, Darren Llewellyn den Titel streitig zu machen. Die anderen nach Lage der Dinge, glaube ich, sind mehr oder weniger Statisten. Die Entscheidung wird fallen müssen zwischen Llewellyn und Vazquez. Tja, das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Juan Vazquez gewinnt den Titel. Der Llewellyn hat Probleme, seine Enttäuschung zu maskieren. Juan Vazquez, 1,50 Meter, Little Big Man, könnte man sagen. Kleiner, großer Mann gewinnt diesen Wettbewerb. Und das war's aus Kalifornien, liebe Zuschauer vom Bodybuilding. Bis demnächst, sagen wir damit. Tschüss und auf Wiedersehen.